Carly, da ist jemand, den ich dir vorstellen möchte. Ich sah mein Dad an, deshalb hatte er mich also mitgenommen. Bevor ich was sagen konnte, kam eine Frau rüber und stellte sich neben mein Dad. Er legte seinen Arm um sie und zog sie heran. Das ist Catherine Smith, sagte Dad. Sie ist meine Verlobte. Mir blieb vor Schreck der Mund offen stehen. Wie konnte Dad nur dran denken, wieder zu heiraten? Das ging zu schnell. Ich sah die Frau an. Sie war groß, wirklich groß, fast so groß wie mein Dad. Sie hatte langes braunes Haar und ich schätze, manche Leute würden sagen, sie sei hübsch, aber ich mochte sie nicht. Ich brauchte keine neue Mama. Papa und ich waren gut ausgekommen. Jetzt war sie da und ich wusste, dass sie alles verderben würde. Es war ein paar Monate her, dass Mom verschwunden war. Ich erinnere mich an den Tag, als wäre es gestern. Ich hatte ihr zum Abschied gewunken, als sie mich beim Schultor absetzte, und ich ahnte nicht, dass das das letzte Mal sein würde, dass ich meine Mutter jemals wiedersehen würde. Man fand ihr Auto am Fuß einer Klippe. Die Polizei sagte, sie sei wohl zu schnell gefahren und mit der Straße abgekommen. Die Polizei hat die Umgebung abgesucht, aber sie haben ihre Leiche nie gefunden. Sie schlossen den Fall einfach ab und sagten, sie sei vermutlich tot. Aber bevor ich weitermache, stellt sicher, den Kanal zu liken und zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich verspreche, ihr werdet froh sein. Eine Woche nach unserem Essen im Restaurant zog Katharine in unserem Haus ein. Gleich von Anfang an hat mich alles, was sie tat, genervt. Sie stellte Möbel um und brachte ihre eigenen Töpfe und Pfannen in die Küche. Ich wollte, dass alles so bleibt, wie es war. Aber Catherine hat ihre eigene Art, Dinge zu tun. Und die andere wirklich nervige Sache war, dass sie sich immer bei mir einmischte. Ich wusste, sie wollte nur mein Dad beeindrucken. Beim Abendessen sagten sie: Carly, ich habe eine Überraschung für dich. Ich werde dich am Samstag in die Stadt mitnehmen und wir können ein paar neue Kleider kaufen. Danach können wir uns zusammen einen Film ansehen. Das klingt doch nach Spaß. Innerlich kochte ich. Aber Dad zuliebe setzte ich ein Lächeln auf. Ja, das ist so nett von dir. Danke, Catherine, sagte ich. Oh, du kannst mich Mom nennen. Ich habe aber schon eine Mom. Ich denke, ich werde dich Catherine nennen. Catherine sah mein Dad an. Ich schob meinen Teller weg und entschuldigte mich, um in mein Zimmer zu gehen. Ich hörte Dad zu Catherine flüstern: Gib ihr einfach ein bisschen Zeit, sie wird schon zu sich kommen. Aber er hatte Unrecht, ich würde nicht zur Vernunft kommen. Ich hasse Catherine, sie hat mein Leben ruiniert. Sie könnte auf keinen Fall meine Mom ersetzen. Ich musste mir eine Ausrede einfallen lassen, warum ich nicht mit in die Stadt gehe. Aber am Ende brauchte ich das nicht. Denn Catherine sagte, dass sie am Wochenende doch die Stadt verlassen muss. Die meiste Zeit schaffte ich es, ihr aus dem Weg zu gehen. Ich war die ganze Woche in der Schule und direkt nach dem Abendessen machte ich meine Hausaufgaben. Und dort verbrachte ich den Rest meines Abends im Zimmer. Und zum Glück musste Catherine jede Woche für irgendwas aus der Stadt. An den Wochenenden kam meine beste Freundin Jess zu mir nach Hause und ich habe ihr alles anvertraut. Ich vertraue ihr einfach nicht, sagte ich zu Jess. Sie ist zu gut, um wahr zu sein. Sie stimmte mir zu. Warum schleimte sich Catherine immer bei mir ein? Okay, ich verstand, dass sie wollte, dass ich sie mochte, damit sie meinen Dad glücklich machen kann. Aber sie hat es übertrieben. Sie hat mir immer neue Sachen gekauft und als ich ein neues Telefon wollte, sagte mein Vater nein. Aber am nächsten Tag ging sie los und kaufte eins für mich. Ich bin sicher, sie hat was zu verbergen. Ihr Name ist verdächtig, Smith. Das klingt einfach zu praktisch, nicht wahr? Ich werde rausfinden, was ihr Geheimnis ist, okay? Am folgenden Wochenende, als Catherine nicht in der Stadt war, bekam ich meine Chance. Dad hatte auch ein Meeting, zu dem er musste, also hatte ich das Haus für mich. Ich ging in ihr Schlafzimmer, um zu sehen, was ich finden konnte. Ich sah die Kleider durch, die in dem Kleiderschrank hingen, konnte aber nichts entdecken. Catherines Make-up und Schmuck lagen auf den Schminktisch, aber das war auch schon alles. Ich ging zu ihrem Nachttisch und öffnete eine Schublade. Es war nichts Ungewöhnliches, aber dann bemerkte ich eine schwarze Box. Ich nahm sie raus und versuchte sie zu öffnen, aber sie war verschlossen. Ich schaute in der Schublade nach, ob es einen Schlüssel gab, aber ich konnte keinen finden. Ich ging zurück. Zwischen den Haarbürsten fand ich eine Haarnadel. Ich hatte gesehen, wie das in Film gemacht wird. Ich wackelte mit der Haarnadel im Schlüsselloch in der Box und dachte nicht, dass es funktionieren würde. Aber plötzlich hörte ich ein Klicken und der Deckel der Box öffnete sich. Darin waren nur ihr Führerschein und einige Briefe und Dokumente. Nichts Aufregendes. Ich war im Begriff, die Schachtel zurückzustellen, aber bevor ich das tat, nahm ich ihren Führerschein in die Hand und sah ihr Bild an. Was versteckst du, Catherine Smith? Dann sah ich ihren Namen. Es war nicht Smith, der auf dem Führerschein stand. Der Name war Sidorova. Hahaha, ich wusste es, sagte ich. Ich legte die Schachtel zurück in die Schublade und ging zurück in mein Zimmer. Ich wollte es Jess unbedingt erzählen, aber ich würde bis Montagmorgen warten müssen. Jess war über das Wochenende bei ihren Großeltern auf dem Land. Sie wohnten ein paar Autostunden von uns entfernt. Ich konnte erst mittags mit Jess sprechen. Ich wartete geduldig drauf.
Jess, du wirst nie erraten, was ich gesehen habe, sagte ich zu ihr, als wir uns in die Kantine setzten. Ich glaube nicht, dass es auch nur annähernd so seltsam sein kann, wie das, was ich am Wochenende gesehen habe. Wieso? Was hast du denn gesehen? Jess erzählte mir, dass sie, während sie bei ihren Großeltern zu Besuch war, in die Stadt gegangen war, um Mittagessen zu besorgen. Wir suchten einen Platz, um das Auto zu parken, als ich eine Frau sah, die mit ein paar Lebensmitteln aus einem der Geschäfte kam, die genauso aussah wie deine Mutter, sagte sie. Ich wünschte, sie wäre es, sagte ich. Jess lächelte mich freundlich an. Ich wünschte auch, sie wäre es. Du weißt ja, was man sagt, oder? Jeder hat irgendwo einen Doppelgänger. Wie auch immer, was hast du rausgefunden? Ich erzählte Jess von Catherines Führerschein. Wow, das ist wirklich seltsam, sagte sie. Ich weiß, aber ich werde ihr noch nichts sagen. Zuerst werde ich noch ein wenig nachforschen. Als ich nach Hause kam, ging ich direkt in mein Zimmer und schaltete meinen Computer ein. Ich suchte nach Catherine Sidorova, aber ich konnte nichts finden. Ein Foto tauchte auf. Es war definitiv Catherine. Und es wurde in Moskau, Russland, aufgenommen. Sie war also nicht die, für die sie sich ausgab. Sie war aus Russland. Ich wette, sie ist eine russische Spionin, dachte ich mir. Und beschloss, noch einmal einen Blick in die Schachtel in ihrer Schublade zu werfen, um zu sehen, ob ich nicht doch was über sie herausfinden konnte. Bei der ersten Gelegenheit, die sich mir bot, ging ich hin und holte die Schachtel raus. Ich nahm alle Briefe raus und es waren nur Kontoauszüge, Quittung für Einkäufe. Aber im letzten Umschlag hatte ich den Schock meines Lebens gesehen. Darin war ein Foto von meiner Mutter. Ich fragte mich, warum in alles in der Welt Catherine mit einem Foto von meiner Mutter rumlief. Könnte sie etwas mit dem Verschwinden meiner Mutter zu tun haben? Vielleicht hat sie meine Mutter von der Straße gedrängt, ich dachte nach. Ich wusste, wenn ich sie dafür ins Gefängnis bringen wollte, brauchte ich einen Beweis, dass sie was damit zu tun hatte. Ich beschloss, zur Unfallstelle von Mom zu gehen und zu sehen, ob ich irgendwelche Beweise finden konnte. Ich ging zu der Stelle, wo die Polizei Moms Auto gefunden hatte. Sie sagten, die einzige Erklärung sei, dass es von der Klippe gestürzt sein müsste. Aber als ich dort ankam, konnte ich keine Anzeichen eines Unfalls sehen. Die Planke entlang der Kante war völlig intakt. Es schien nicht mal Kratzer dran zu geben. Ich wusste nicht, was da passiert war, aber eines war sicher. Moms Auto war auf keinen Fall über den Rand der Klippe gefahren. Wie ist es dann auf dem Boden gelandet, fragte ich mich. Es gab nur einen Weg, wie ich die Wahrheit herausfinden konnte. Ich musste Catherine ausspionieren. Ich beschloss, ihr auf Schritt und Tritt zu folgen. Schließlich musste sie einen Fehler machen und ihre wahre Identität preisgeben. Ich begann, ihr überall hin zu folgen, wo sie hinging. Aber ich konnte nichts Ungewöhnliches finden. Sie ging in den Supermarkt, um Lebensmittel einzukaufen, in die Stadt, um Rechnung zu bezahlen. Und im Grunde verhielt sie sich wie jede normale Hausfrau. Ich durchsuchte Nachrichten auf dem Telefon, aber ich konnte nichts finden. Im Terminkalender standen nur Termine zum Friseur oder Zahnarzt. Es war so frustrierend. Ich war mir nicht sicher, dass sie für Moms Unfall verantwortlich war, aber ich konnte einfach nichts finden, wonach ich suchte. Am folgenden Wochenende sagte Catherine, sie müsste wieder aus der Stadt raus. Sie fuhr immer mit dem Zug, sodass es für mich einfach war, ihr zu folgen. Ich sprang in den Zug und nahm ein paar Reihen hinter ihr Platz. Sie war schon ein paar Stunden im Zug, als ich sah, dass sie ihre Sachen zusammensuchte. Sie wollte offensichtlich an der nächsten Haltestelle raus. Der Zug fuhr in den Bahnhof ein und ich stieg aus. Ich folgte ihr, als ich die Straße entlang ging, wobei ich darauf achtete, dass ich weit genug weg hinter ihr blieb. Die Straße führte zu einem Park mit einem Wald in der Mitte. Ich folgte ihr in den Wald. Vor uns konnte ich eine Blockhütte sehen. Als wir uns näherten, versteckte ich mich hinter einem großen Baum. Ich beobachtete, wie Catherine in die Hütte ging. Als sie sicher drin war, schlich ich mich an die Hütte ran und spähte durch das Fenster. Ich traute meinen Augen nicht. Auf der Couch in der Hütte saß meine Mom. Also hat sie meine Mom nicht umgebracht, sondern sie entführt, dachte ich. Ich dachte nach. Dann öffnete ich die Tür und Mom schaute zu mir hoch. Ich dachte, sie würde sich freuen, mich zu sehen. Aber sie stand einfach nur schockiert da. Carly, was machst du denn hier? Du wirst noch alles ruinieren, sagte sie. Was machst du, begann ich zu sagen. Aber bevor ich meinen Satz beenden konnte, betrat Catherine den Raum. Du hättest nicht herkommen sollen, Carly, sagte sie düster. Du hättest mir nicht folgen sollen. Ich weiß, dass du eine russische Spionin bist, schrie ich. Ich werde der Polizei alles erzählen. Nein, das darfst du nicht. Du musst nach Hause gehen, sagte meine Mutter. Warum stellst du dich denn auf ihre Seite, schrie ich Mom an. Da erzählte mir Mom alles. Es stimmte, dass Catherine eine russische Spionin war, aber eigentlich war sie eine Doppelagentin. Sie arbeitete für die Regierung der Vereinigten Staaten. Ihr Land hatte sie geschickt, um meine Mutter zu töten, aber anstatt meine Mutter zu töten, hatte sie ihren Unfall vorgetäuscht und sie in die Blockhütte gebracht, um sie in Sicherheit zu bringen. Aber warum hat die Polizei nicht gemerkt, dass die Absperrung nicht kaputt war, fragte ich. Oh, das war einfach. Ich habe mich einfach in den Polizeicomputer gehackt und alle Details des Unfallberichts geändert, erklärte Catherine. Aber
was ist mit Dad?", fragte ich. "Weiß er, dass Mom noch am Leben ist?" Mom und Catherine sahen sich an. "Nein, weiß er nicht und er wird es auch nie erfahren", sagte Mom. "Dein Dad arbeitet für die russische Regierung." "Hä, was?", fragte ich. "Das kann doch jetzt nicht wahr sein." "Es tut mir leid, Carly", sagte Catherine. "Deine Mom hat recht." "Es tut mir leid, Carly, aber dein Vater ist auch ein Doppelagent. Er wollte deine Mom töten. Deshalb musste ich sie an einen sicheren Ort bringen. Ich organisiere eine neue Identität für sie. Jetzt muss ich das Gleiche für dich tun." Und so hat sich mein Leben für immer verändert. Ich lebe jetzt undercover mit meiner Mom und verstecke mich vor meinem Dad. Falls ihr euch wundert, alle Namen in diesem Video wurden geändert, um die Identität meiner Familie und Freunde zu schützen. Das zeigt, dass man ein Buch nie nach seinem Umschlag beurteilen sollte.